Der Schläger offeriert so viel Spin-Optionen, das wird funktionieren. So, die beiden Nervensägen von Tennis Point sind wieder da und erzählen euch was über Material. Dirk, was habe ich dir mitgebracht? Den Clash. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da veräppelst du mich. Nee, das ist der neue Wilson Byrne. Aber vom Design so ein bisschen dem Clash angelehnt. Das war so unser erster Eindruck. Ja. Patrice, was haben wir hier Schönes? Was kann der Schläger? Wofür steht der Schläger? Da haben wir uns natürlich vorher Gedanken drüber gemacht. Aus unserer Sicht, in dem Fall haben wir jetzt mal den 300 Gramm mit dem 16:19 Beseitungsbild mal herangezogen. Für uns ist diese Serie, steht die für Spin. Hohe Spin-Affinität. In der Serie gibt es noch zwei leichtere Schläger, den 280 Gramm und den 260 Gramm Schläger. Die haben dann sogar ein noch offeneres Beseitungsbild, nämlich 18x16. Ich glaube, dass wenn der Schläger optimal genutzt werden soll, müssen wir auch über das Thema Seite sprechen, weil wer schon so spin-affin ist, da müssen wir es auch von der Seite unterstützen. Patrice, du hast da mal was vorbereitet? Ja, also wie gesagt, der Byrne 100 und seine Geschwister aus der Serie, wirklich reine Topspin-Schläger. Also richtige Topspin-Maschinen. Wer Heavy Spin spielen möchte oder einen schönen Slice, der richtigen Grip im Schläger haben möchte, ist hier richtig aufgehoben. Ich sehe den Schläger halt für Jugendliche mit extremeren Griffen, ja, weil der Ball lang in der Seite ist, die schön peitschen, aber auch genauso für einen jungen Senioren oder eine Dame, die auch mal einen schönen Slice spielen möchte. Oder vielleicht sogar das leichte Modell, den ULS in dem Fall als erster Erwachsenenschläger, auch jederzeit möglich, 260 Gramm, kann man auch machen, würde passen. Richtig. Was die großen Seitenabstände, die großen Kästchen mitbringen, ist halt, wenn man wirklich ein Hardhitter ist, hoher Seitenverschleiß. Deshalb haben wir mal was mitgebracht, was wir getestet haben, wo wir sagen, okay, aus dem Hause Wilson auch, die Revolve ist extra für solche Schläger konzipiert. Gerne bei dem Schläger in 1,35 oder 1,30, auch hier in der knackigen Farbe, auf den Schläger aufziehen lassen, damit die Haltbarkeit gegeben ist. Von dünnen Seiten 1,20, 1,25 würde ich eher abraten. Ich auch, weil ich glaube, dass der Verschleiß wäre dann ein bisschen zu hoch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn er wirklich Richtung 1,3 oder 1,35 geht. Der Schläger offeriert so viel Spin-Optionen, das wird funktionieren. Macht euch bitte keine Sorgen. Genau, also wie gesagt, kommt rein, holt euch die Tester ab und macht euch euer eigenes Bild. Und das müsst ihr eh immer machen. Ja, besucht uns in unseren Stores oder online, einfach die Tester bestellen und wir sehen uns bald. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Advantage You.